Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute geben wir uns mal etwas anderes, und zwar die neue Peso-Kollektion. Das Vorstellungsvideo von Justin ist rausgekommen, gestern. Und ich dachte, was gibt es Besseres, als in diesem wunderschönen Donnerstagmorgen zu starten, als mit dieser Peso-Kollektion. Ich bin tatsächlich interessiert dran. Das wird die erste Kollektion sein, denke ich, wo ich mir was von holen werde. Ich habe auf Instagram die Bilder ein bisschen abgecheckt, aber noch nicht viel. Ich habe grob rüber geguckt nur. Deswegen kenne ich noch nicht alle Pieces. Und das wird das erste Mal sein, wo ich die Zeit habe und auch ja, einfach Lust habe, mir da mal was zu sneaken, wenn es geht. Meine Frühlingskollektion Peso Basic Instinct. Ich bin gespannt, Leute. Wir schauen rein. Let's go. Peace, Leute. Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Auch ja, in diesen Krisenzeiten habe ich mich dann das erste Mal für euch vor die Kamera... Oh, damn, Digga. Der Hoodie sieht schon richtig fresh aus. Holy fuck. Das mit den an den Ärmeln fühle ich sehr. Damn. Fühle ich sehr doll. In mein Peso-Office getraut. Ich hatte es ja schon auf Instagram. Damn, der Hoodie ist actually richtig nice jetzt schon. Ab und zu mal angeteasert. Jetzt sind wir tatsächlich hier. Es ist alles sehr hell. Es ist auch noch sehr leer. Deswegen kann sein, dass es ein bisschen halt. Ich hoffe, das ist halb so wild für euch und ihr versteht mich trotzdem. Ey, aber Props, Mann. Glückwunsch zum eigenen Office, Alter. Das ist schon nice. So gut. Und ja, aus gegebenem Anlass dachte ich, präsentiere ich euch meine nächste Kollektion. Die ganzen Sachen hängen hinter mir. Ihr seht in Rot sogar, ey. Ich bin jemand, ihr seht, ich trage jetzt gerade auch so orange, Digga. Ab und zu fühle ich so eine Farben, ja. Wobei Rot jetzt nicht so eine auffällige Farbe ist wie Orange, Morange. Aber Rot fühle ich schon ab und zu auch. Ist eine größere Kollektion geworden als sonst. Übermorgen um 18 Uhr kommt die online und ihr kennt das Prozedere, weil ich halt jetzt Werbung für meine eigene Marke mache, muss ich Werbung einblenden. Ja, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, sondern kommen zum ersten Produkt und das ist auch der das. Der ist heftig, Mann. Was ich gerade... Oh, ey, das habe ich in dem Dings, in diesem Trailer ganz kurz gesehen, Mann. Mit diesem Skelett-Ding. Damn, actually nice. Und zwar haben wir hier einen Hoodie, der den Kollektionsnamen Basic Instinct auf der Brust stehen hat. Und untersteht nochmal Peso Clothing 2000. Ich muss sagen, ich feiere die Font aber nicht so krass. Das ist mir ein bisschen zu geschnörkelt so. Ich weiß so, dass es der Stil davon ist, aber weiß nicht, für mich persönlich ein bisschen zu much vielleicht. 2020 und auf den Ärmeln haben wir ein Skelett von einer Schlange. Damit wollten wir so ein bisschen ja, symbolisieren die Urinstinkte der Tiere, Adler, Jagdschlange, so wie es auf der Mexiko-Flagge ist, woher ja auch der Name Peso kommt. Und ja, hier haben wir halt nur die Schlange, wir haben gleich noch Hoodie, wo auch der Adler mit drauf ist. Und generell fällt den meisten vielleicht auf, die Peso schon ein bisschen länger verfolgen, dass das Ganze ein bisschen Ähnlichkeit zu der Borderline-Kollektion hat. Das ist gewollt. Der Arbeitstitel war auch am Anfang Borderline 2. Ja. Ich denke gerade mal so nach, wie geil muss das sein, Mann, wenn du so deine eigenen Klamotten designst, jetzt außerhalb von Merch, weil das ist ja eine ganz, das ist ja eine komplett andere Liga, ist eine ganz andere Richtung so. Aber wie geil muss das sein, wenn du so wirklich Konzepte hast, Arbeitstitel und so, keine Ahnung, mit einem Team irgendwie dran arbeitest und Woche für Woche irgendwie neue Ideen sammelst. Das muss actually ein nice Gefühl sein, das jetzt so in den Händen zu haben. Ja, haben wir uns dazu entschieden, also vor allem, weil Borderline halt eine meiner Lieblingskollektionen von Peso ist, dass man da nochmal so anknüpft. Und die Kollektion kam auch vor einem Jahr online und kam auch bei euch sehr gut an. Da habe ich gedacht, ja, geht man da nochmal so ein bisschen auf die Thematik drauf ein. Und ja, kam ja auch in dem Teaser, der letzten Samstag online kam, gut rüber und auch sehr gut bei euch an. Dafür wollte ich mir nochmal danken für die gute Resonanz. Und ja, so, kommen wir zu Produkt Nummer 2. Und zwar haben wir hier einen weiteren Produkt. Boah, ist auch geil. In letzter Zeit, ich fühle mehr Backprints, so große Backprints fühle ich ein bisschen mehr, als jetzt auf der Front Side of Life. Der versucht so im Modegame die englischen Begriffe reinzuwerfen, aber hat was. Ich feiere halt das Motiv sehr. Wie gesagt, mit der Font weiß ich noch nicht so 100%, ob das mein Stil ist so. Wie der von vorher selbe Farbe. Was ich davon halten soll, so. Wer 100%. Den Hoodie aus der Worldwide Kollektion hat. Aus der Worldwide Kollektion, Freunde, kann ich euch auf jeden Fall auch nur diesen Hoodie hier empfehlen. Link in der Beschreibung, danke sehr. Der weiß, dass es auch eine geisteskranke Quali ist und genau die gleich haben wir hier wieder verwendet, nur in Washed. Also der ist jetzt nicht komplett schwarz, aber auch nicht so sehr grau verwaschen wie die Borderline. Oh, das feiere ich auch. Ausgewaschen. Ich will jetzt hier nicht den Mahan raushängen lassen, so wenn mir was nicht gefällt, sage ich schon so. Aber so ausgewaschen fühle ich gerade. Habe ich gerade erst für mich entdeckt. Auf den Shooting-Bildern gesehen, falls noch nicht.
Dann, erster Link in der Videobeschreibung ist die Instagram-Seite von Peso. Da könnt ihr auf jeden Fall die Shooting-Bilder auch abchecken. Sehr, sehr geisteskrank geworden. Hier ist auf den Ärmeln nichts drauf. Und wir haben hier das Motiv von der mexikanischen Flagge. Nur halt umdesignt in ein Skelett. Das ist geil, das ist eine geile Idee. Wir haben diesmal das erste Mal über die Tasche auf dem Hoodie geprintet, finde ich. Aha, hey, das habe ich so noch nie wirklich bewusst zumindest gesehen. Sehr, sehr nice geworden. Wir haben auch extra so leichte Cracks da eingebaut. Das sieht man gleich beim T-Shirt nochmal besser. Alright. Sehr, sehr krasser Hoodie. Kommen wir zu Hoodie Nummer 3, und zwar haben wir hier einen etwas farbenfroheren Hoodie. Ja, aber na, das ist nichts für mich. Das ist nichts für mich, weil ich halt einfach den Font nicht mag so. Und das ist einfach, es ist halt nur die Font drauf so. Wir haben hier, Aber die Farbe ist gar nicht bad, wobei mir das leicht hell-orangene da nicht, auf dieser, die Kombination fühle ich nicht so. Das Basic Instinct Logo auf der Brust in etwas größer, mit leichten Cracks drin, in einem Gelbton, den man auch nochmal in der Cap wiederfindet. Und auf jedem Hoodie ist auch hier unten wieder das Metallpatch, bis auf den Hoodie hier, weil das halt nicht hingehauen hätte nicht gepasst, hat von der Tasche, weil die ja überprintet wurde. Wäre dann too much gewesen. Ja, das ist der andere Hoodie, hat den gleichen Schnitt wie der. Die haben aber einen geilen Schnitt, Mann. Einen sehr dicken, angenehmen, weichen Stoff. Und die haben einen sehr, sehr geilen Schnitt. Und ihr seht schon, das Basic Instinct Logo hier drunter noch ein Peso 2020. Na, das wäre jetzt nicht zu mich so. Ein T-Shirt, und zwar. Alright. Ist das T-Shirt vom Stoff eigentlich wie die aus der Worldwide Kollektion, nur auch ein bisschen verwaschen, aber ich würde sagen. Das ist gar nicht bad eigentlich. Das ist gar nicht bad. Ein wenig schwerer geworden, meiner Meinung nach. Das Shirt fühle ich. Nicer Print geworden. Wir haben hier nochmal das Motiv gewählt mit der Schlange, ja, das ist schon ganz geil. Auf dem Arm hier wiederzufinden ist. Und dann hier den Peso-Schriftzug gerade runtergeschrieben haben. Den Schriftzug findet man auf der Jogger auch noch wieder, die ich euch gleich zeige. Ey, auf die Jogger bin ich gespannt. Keine Cargo diesmal bedeutet das, oder? Oder hat er beides gemacht? Unsere bisherige... Ich glaube, keine Cargo. ...Peso-Schriftart, nur in Großbuchstaben geschrieben. Finde ich, sieht auch sehr, sehr krass aus. Und ein sehr rundes T-Shirt. Ja. Auf jeden Fall eure normale Größe bestellen, genauso wie bei den Hoodies. Alles fällt ein bisschen oversized aus. Die T-Shirts sind von der Länge her gar nicht oversized, sondern eher regular bis cropped. Aber dafür hat das T-Shirt so relative Dropshoulder und längere Ärmel. Weil ich fühle das nicht, wenn die komplett so oversized sind, dass die dir bis zu den Kniekehlen fast runterhängen. Nur weil du halt Dropshoulder haben willst, dass es ein bisschen weiter ist und ein bisschen nicht ganz so auf skinny geschnitten. Ja, also bis jetzt würde ich mir das Shirt und den Hoodie auf jeden Fall holen, denke ich. Den ersten Hoodie und das Shirt. Ihr seht es auf Instagram, auf den Fitpics. Und ja, das war T-Shirt Nummer 1. Auf T-Shirt Nummer 2 haben wir nochmal das Motiv, was auch auf dem Hoodie wiederzufinden ist. Nur das Basic Instinct jetzt nicht unten auf der Tasche steht, logischerweise. Sondern jetzt hier oben. Und jedes T-Shirt ist nochmal mit dem Metallpatch hier unten links versehen. Ja, kein T-Shirt davon hat einen Backprint. Und das Motiv kennt ihr ja schon vom Hoodie. Das war T-Shirt Nummer 2. Ja, ist okay, würde ich mir jetzt aber auch nicht holen, denke ich. Also das T-Shirt davor ist richtig krass, finde ich. Und der erste Hoodie ist auch noch, das sind so meine Favorites bis jetzt. Wir kommen zum T-Shirt Nummer 3. Da haben wir nochmal das Motiv vom roten Hoodie jetzt in weiß auf schwarz. Und ich denke hier... Ja, ich weiß nicht, ich feiere halt einfach die Schriftart nicht so. Das ist so mein einziger Point, weswegen ich das vielleicht nicht so fühlen kann so. Weil ich halt dieses Geschnörkelte gar nicht fühle so leider. Hier sieht man ganz gut, ich komme mal ein bisschen näher. Ihr seht jetzt hier, dass bei... Oh, das finde ich aber geil. Das fühle ich ein bisschen wieder. Aber ich würde es mir trotzdem nicht holen, einfach weil mir halt die Schriftart nicht gefällt. So. Aber es ist nice, es sind schöne Details drin. Und beim I und so, bei allen Buchstaben eigentlich, überall ja so kleine Raster. Das ist ganz geil. Das ist so dieser gecrackte Effekt, den ich damit erzeugen wollte. Finde ich sehr, sehr gelungen. Haben die beim Print sehr, sehr gut hinbekommen. Kommen wir dann jetzt zum Hemd. Na, das ist auch gar nichts für mich, leider. Das ist gar nichts für mich. Das habe ich schon gesehen. Aber ich bin sowieso keiner, der Hemden trägt. Und das ist halt einfach gar nicht mein Style, so. Das ist halt einfach absolut die andere Richtung von dem, was ich tragen würde, so. Kollektion, wir haben uns hier für so einen Bowling-Western-Mac. Ja, das sieht halt für mich zu sehr arbeitermäßig aus, so. Das würde wirklich ist ja auch so orientated, aber so ein bisschen so Mexikaner, glaube ich, würde das sehr, sehr gut stehen jetzt. Auf No Races oder so, einfach so, kann ich mir das gut vorstellen. Einziges Hemd entschieden, das basiert so ein bisschen auf dem Hemd aus der Season 7. Ist auch sowas, was Monte sich vielleicht holen würde, right? Monte trägt manchmal ganz wilde Hemden. Das mit diesem Blumenmuster drauf, das hat auch hier so Absätze am Kragen. Und mir hat das Design einfach unfassbar gut gefallen, deswegen wollte ich das jetzt in diese Kollektion auch nochmal mit reinbringen. Das ist diesmal in schwarz und hat eigentlich so an jeder Naht nochmal so ein weißes Detail. Auch hier ist auf der Brust nochmal das Metallpatch wiederzufinden. Und auf der Rückseite ist nochmal so ein
westernmäßiger Stick drauf, sage ich mal. Das war aber auch alles Unbranding, das Metallpatch hier. Und ich finde vor allem, das hat so auf dem Pferd beim Shooting einen richtig krassen Eindruck gemacht, also kam sehr, sehr gut rüber und ein sehr, sehr starkes Produkt. Also jetzt nicht, für mich sieht jetzt nicht krass bad aus, so. Ich würde jetzt nicht komisch gucken, wenn das jemand in der Öffentlichkeit trägt, so. Aber es ist jetzt nichts für mich so. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf Instagram kam es sehr gut an und auch generell für die Resonanz auf Instagram wollte ich mich nochmal bedanken. Also sehr, sehr, sehr krass, wie diese Kollektion trotz der aktuellen Zeiten und so bei euch. Lass mal ein bisschen schneller machen, ich will nicht, dass das Video zu lang wird. Lass uns auf 1,5 machen, right? Und wenn man nicht über Corona redet, dann hören wahrscheinlich nicht so viele Leute zu, aber ihr habt das Gegenteil überwiesen. Danke sehr. Kommen wir dann zur ersten Hose aus der Kollektion. Das ist auch, ja, das ist die, die passend halt zum Hemd ist, right? Ja, wir haben hier eine Cargo. Oh, ist eine Cargo, doch eine Cargo dabei, okay, right. Das ist eine Peso-Kollektion ohne Cargo-Hose. Wir haben uns mal wieder was Neues einfallen lassen, und zwar sind hier die Cargo-Taschen in so einem Western-mäßigen Design. Ich glaube, ihr seht das, wenn ich meine Hand so drunter halte. Es ist sehr dunkel leider gerade, weil der Hintergrund sehr hell ist. Die sind so leicht abgerundet, die Taschen laufen in der Mitte so spitz. Aber man kann es ein bisschen sehen, ja. Auf der Rückseite sind auch noch zwei Taschen, so wie halt hier auf den Oberschenkeln in der Mitte. Ich glaube, ich fühle unten diese weißen Elemente nicht. Auf der Seite am Bein, die hat das gleiche Taschendesign. Und ansonsten, eine weitere Änderung ist dann, dass unten am Hosenbein drei Knöpfe sind, statt einem Reißverschluss oder einem Klettverschluss. Weiß nicht, ob ich das so nice finde. Ich bin halt der Meinung, man muss jetzt nicht immer Möglichkeiten machen, die Hose enger zu machen, weil für mich persönlich ist es auch in letzter Zeit eher so dahin geht, dass man Hosen straight fitten lässt oder unten sogar ein bisschen weitermacht und so. Deswegen habe ich gedacht, in dieser Kollektion dafür. Und ja, ihr könnt dann einfach theoretisch den unteren Knopf aufmachen, die Hose so ein bisschen über eure Schuhe gehen lassen oder keine Ahnung, vielleicht drei Knöpfe, wenn euch danach ist. Bei mir sah es bisher nicht so gut aus, aber ich finde, einen Knopf aufzumachen sieht schon sehr, sehr krass aus und das ist, ja, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, es wäre die erste, es kommt natürlich auch ganz darauf an, was ich bekomme jetzt morgen, ja. Also ich hätte schon Bock auf den Hoodie und das Shirt so. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko in Anführungsstrichen bei der Hose eingehen soll, da, wenn der Drop rauskommt, meine Zeit zu verschwenden, wenn ich es im Endeffekt nicht so krass fühle, so, wisst ihr? Schwierig. Schwierig. So, kommen wir dann zur Jogginghose, von der ich eben gesprochen habe. Hier ist das Peso-Logo, was halt auch auf dem T-Shirt zu finden ist. Und hier der andere Bestandteil vom T-Shirt. Einmal die Schlange, die auch hier auf den Ärmeln ist. Das Ganze ist auf der Rückseite der Beine zu finden. Wie ihr hier seht, das ist halt dann auf den Unterschied. Okay, also er hat sie ja gerade an. Wie sie angezogen aussieht, ist schon ganz nice eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich den Stoff so fühle. Wir haben hier auf der Rückseite noch so zwei Taschen. Weil meine, die Jogger, die ich trage, ich mag es halt nicht, wenn die so diesen klassischen Jogginghosenstoff haben. Das mag ich gar nicht, Mann. Auf der Vorderseite sind die Taschen mit Metallreißverschluss zu öffnen und zu schließen. Dann haben wir hier noch einen Gummibund, um die Jogger ja halt von der... Oh wait, das ist eine andere, die er trägt. Er trägt eine andere. Die hat so einen relativ straighten Fit. Bisschen weiter würde ich sogar noch sagen als die Jogger aus der Season 6, aber vom Schnitt her relativ ähnlich. Die ist wie die Hoodies leicht verwaschen, wie ihr seht, und hat auch denselben dicken Stoff, also wirklich eine sehr, sehr nice. Ja, dann ist glaube ich eher so ein klassischer Jogginghosenstoff. Ich weiß nicht, ob ich das so fühlen würde. Ich finde die Jacke noch sehr interessant. Aus der Kollektion. Wir haben hier das erste Mal eine Trackpants, die unten nicht verstellbar ist. Wir haben hier ein Gummi. Das ist auch nicht mein Style. Sieht nice aus. Ich finde den Farbverlauf richtig nice, muss ich sagen. Fahrverlauf fühle ich, aber es ist auch nichts, was ich tragen würde. Der ist relativ locker und ist trotzdem noch ein wenig stretchbar. Und wir haben hier das Peso-Logo, Ton in Ton, auf den linken Oberschenkel gedruckt. Das finde ich geil, das ist ein geiler Print. Also die Tracker CD ist nicht aus der Kollektion, das wird wann anders released. Ja, hier Ton in Ton auf der Trackpants. Der Stoff ist relativ ähnlich wie die Trackpants aus der Worldwide Kollektion und die Besonderheit dieser Trackpants ist, dass man auf der Innenseite vom Bein einen roten Streifen hat, so wie die anderen Trackpants. Die in der Mitte so einen grau-silbernen Streifen hat. Also ihr seht schon, das ist einfach dieselbe Hose, nur ein weiterer Colorway. Check. Ey, die Jacket finde ich jetzt echt interesting. Die finde ich ganz nice, glaube ich. Auf jeden Fall für den Fit und so einfach die Instagram-Bilder ab. Sieht ganz geil aus vom Feeling her. Bevor wir dann jetzt zu den Accessoires aus der Kollektion kommen, kommen wir zur Jacke. Die habe ich ja schon länger auf Instagram angeteasert und das war bis vor kurzem auch noch das meistgelikte Bild. Naja, true. Verstehe ich. Sehr hochwertige Jacke auf jeden Fall geworden. Ihr kennt das Produkt. Die sieht schon echt fancy aus. Die Kollektion. Da war die Jacke so relativ blau kariert. Die kam so krass. Ey, die sieht schon echt fancy aus, Mann. Damn. Da habe ich schon ein bisschen Auge drauf geworfen gerade. Vor euch an habe ich mir gedacht, ich mache einen weiteren Colorway und welche Farbe bietet sich in dieser Kollektion mehr an als rot? True, ja. Deswegen habe ich auch die Jacke in einem rot karierten Ton gemacht. Die Kapuze ist wieder relativ leicht und verwaschen. Das mag ich, Alter. So leichte Kapuzen mag ich sehr, sehr gerne bei solchen Jacken. Genau, eigentlich dasselbe Produkt wie aus der Chaos Theory Kollektion, nur halt in einem anderen Colorway. Das ist wieder ein sehr verwaschener, haariger Stoff.
Ey, der Stoff sieht jetzt schon so schön smooth aus. Wer möchte jetzt auch den einfach anfassen? Kann auch gut bei euch. No homo. Und von innen ist die Jacke dann so. Alright. Also hält auch warm, ist aber jetzt nicht zu dick. Für die Übergangszeit ganz, ganz gut. Zu den drei Accessoires aus der Kollektion. Ich blende euch jetzt mal hier ein Bild ein, weil ja, man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Wir haben hier eine Kette, das ist ein Adler. Die Kette ist aus 925er. Sterling Silber, okay. Ja, macht Sinn. Sterling Silber. Und ja, bevor ich es vergesse zu sagen, hier oben ist auf jeden Fall noch so ein Peso-Patch in der Kette drin. Sehr, sehr nice. Plus, sieht nice der Adler, aus. Der wird nicht wie eigentlich eine reguläre Kette so in der Mitte gehalten, sondern an jeder Flügelspitze, was finde ich sehr, sehr krass umgesetzt ist. Ihr seht es halt hier beim Model. Ah ja, okay, das sieht auch cool aus. So, dass der so eine kleine Schräglage hat. Kommt richtig cool und vor allem auf dem Bild sieht das so ein bisschen so aus, als ob der Adler die Schlange auf dem T-Shirt packt. Ja, sehr, sehr nice Kette geworden. Ist auf jeden Fall meine Lieblingskette, die wir bisher rausgebracht haben. Sieht ganz nice aus. Accessoire Nummer 2. Zufälligerweise ähnelt diese Tasche auf jeden Fall einer Zigarettenschachtel. Also es passt auch zufälligerweise perfekt eine rein für die, die nicht Raucher sind, also so wie ich. Ich finde halt einfach so, dieses Raucherthema hat eine gewisse Ästhetik. Deswegen, ja, spiele ich halt. Ja, und jetzt für mich, ich rauche auch nicht, ich habe noch nie geraucht, aber man kann da halt auch safe andere Sachen reinmachen. In diesen Zeiten Taschentücher und Desinfektionsmittel reinmachen. Vielleicht auch eine gut gefaltete Atemmaske, ja. Aber weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so nice aussieht. Man muss die, man muss eine Person dafür sein, dass man das tragen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen Zigarettenbag. Müssen aber nicht Zigaretten reinpassen, auch Bargeld und Karten und so weiter rein. Die ist von innen schwarz und das hier hinten wird auch noch schwarz. Aber eine coole Idee mal, finde ich. Eine coole Idee. Die Tasche ist aus schwarzem Leder und hat hier unten als Branding nochmal das Peso Metallpatch drin. Wie ihr die tragt, ist eigentlich euch überlassen, ob ihr das so um den Hals tragt oder euren Arm durchschneidet. Ja doch, könnte schon geil aussehen, aber kann nicht jeder Dulli tragen. Die Tasche hat auf jeden Fall so eine Metallkette drum, so dass, ja, das finde ich besser zu diesem Look passt, als wenn da jetzt irgendwie ein Lederstrap oder so drum wäre. Kommen wir dann zu guter Letzt zur Cap aus der Kollektion. Ihr wisst, ich feiere in letzter Zeit nicht mehr wirklich so diese fetten, hohen Baseball-Caps und so diese runden Dad-Caps sind jetzt auch nicht mehr so das, ja, was ich oft trage. Deswegen habe ich mich jetzt für eine Cap entschieden, in dem Style, wie ich es halt wirklich nur noch trage. Und zwar, ja, ist das so eine Cap? Ihr seht schon von der Seite, die ist... Ich bin gar nicht so der Cap-Mensch. Ich hatte einmal ein Shooting, wo ich eine Cap auf hatte. Ich glaube, ich habe das Bild ja auch noch gespeichert. Aber... Das sieht auch weird aus hier über den Ohren, Digga. Ich habe einfach einen komischen Kopf für Caps, so. Ich habe einen komischen Kopf für Caps, deswegen trage ich keine Caps. Deswegen werde ich sie mir auch nicht holen. Leicht erhöht, aber jetzt nicht so hoch wie jetzt eine D-Squared Icon Cap oder so, die ja dann kann bis hier hochgehen oder so. Das ist schon so leicht noch so dieser Trucker-Style, aber halt vorne auch wieder gerade. Und ja, hier an der Seite auf jeden Fall in Gelb. Das finde ich aber, finde ich ganz nice irgendwie. Das Gelbe. Vorne das Basic Instinct Logo, so wie es halt auch auf dem roten Hoodie wieder zu finden ist. Ja. Alright. Ey, Freunde, ich würde sagen, lasst mal eure Meinung gerne mal dazu da. Was ist euer Lieblingspiece? Bei mir ist es auf jeden Fall der erste Hoodie, den Justin auch selber trägt hier. Den fühle ich sehr. Das ist mein Lieblingspiece. Und ansonsten das Shirt, wo hier in der Mitte so das Peso-Logo mit der Schlange drumherum ist. Das sind die beiden Sachen, die ich versuchen werde mitzuholen. Ich weiß nicht, Digga. Ich hab noch nie bei einem Peso-Drop mitgemacht. Ich weiß nicht, wie schnell die Sachen weg sind. Aber wir werden auf jeden Fall schauen, dass ich mir was... Irgendwas werde ich vielleicht bekommen. Zur Not hole ich mir die Zigarettenberg, Alter, wenn der nicht weggeht. Zur Not hole ich mir den, ja. Schreibt mal euer Lieblingspiece rein, schaut bei Justin vorbei. Von ansonsten würde ich sagen, war es das an diesem wunderbaren Donnerstag mit diesem Video. Einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.